Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Heute haben wir den 17. April. Richtig. Und am 17. April Geburtstag hat James Last. James Last. Der Meister der Happy Music. Ja. Ja, wir grüßen James Last. James Last. Ja? Weißt du noch damals bei der Harald Schmidt Show, als das James Last Double immer da gestanden hat, der nichts anderes gemacht, die ganze Zeit nur so. Genau. Der die ganze Zeit nur da gestanden hat. Diese Happy Music, ja? Da kannst du halt auch einfach noch so, ne? Hat er einfach mal zu gesungen? Nee, ne? Ich glaube nicht. Also der hat ja nur Musik gemacht. Und Musik. Halt diese Schnipserei. Der hat später ja, Fettes Brot hat er ja hat er auch gemacht. Fand ich gut. Ja. Ja. Und am 17. April 2007 fand das dritte Finalspiel der Adler Mannheim gegen die Sinopret Ice Tigers statt. Die Sinopret Ice Tigers. Und da wurden die... Ursprünglich die Nürnberg Ice Tigers. War das so? Ja. Also die sind aus Nürnberg. Ja, Nürnberg, genau. Ice Tigers sind aus Nürnberg. Vorher haben halt irgendwann Sponsorennamen reingenommen. Also Sinopret ist der Sponsor. Sinopret ist, glaube ich, was gegen Schnupfen. Und die Adler Mannheim, was ist das, Adler? Adler Mannheim sind Adler Mannheim. Die machen also es ist nicht die Klamottenfirma, sondern nein, die Adler Mannheim sind schon immer die Adler und die machen da. Aber wenn ich die Klamottenfirma wäre, würde ich doch gerne Hauptsponsor werden. Aber ich glaube, wie gesagt, das ist egal. Es gibt jedenfalls Teams, die machen da nicht mit. Auf jeden Fall, die sind, haben den 6. Meistertitel damals errungen und haben den im 3. Finalspiel schon, zack. Nee, das alles klar gemacht. Alles klar gemacht. 2007, am 17. April war das. Am 17. April 82 hat Kanada auch alles klar gemacht. Und die komplette Souveränität, Unabhängigkeit von Großbritannien erlangt. Das war erst 1982. Ach, 1982 erst? 1982 hat Kanada erst rein formell die volle Souveränität von Großbritannien erlangt. Ich dachte auch, das wäre länger her gewesen, aber ist noch gar nicht so lange her. Nö, ist ja um die Ecke. Ja. 82, das war 3 Jahre, bevor Boris Becker Wimbledon gewonnen hat. Deswegen haben die auch gesagt, bevor der Becker in Wimbledon machen wir Kanada erstmal unabhängig. Das war, glaube ich, der Auslöser. Der Auslöser dafür. Ja, ich glaube schon. Nehmt das Wissen mit raus, teilt es und seid morgen wieder dabei zur nächsten Folge Daily. Hier war Shoki Banoki. Cheerio, Miss Sophie. Ciao.